das in einer bestimmten Zeitintervall zurücklege, hier das Delta x. In welchem Verhältnis steht meine Geschwindigkeit dann dazu? Wovon hängt die Geschwindigkeit ab, mit der ich durch dieses Kurvenstück hier gehe? An dieser Stelle muss ich schneller sein als an dieser Stelle. Hier gehe ich mit der Grundgeschwindigkeit, die ich sozusagen habe. Delta x zur Seite. Pro Zeiteinheit gehe ich ein Stückchen Delta x zur Seite. Aber hier gehe ich nicht nur ein Stückchen Delta x zur Seite, ich gehe auch noch ein Stückchen y, Delta y nach oben. Ja, den Teil hatte ich nicht so ganz verstanden, deswegen möchte ich auf den jetzt nochmal eingehen. Und dafür habe ich mal diese Präsentation hier vorbereitet. Ich habe das Bild von eben mal hier oben reingefügt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal den Graph an. Der sieht ein bisschen anders aus als dieser hier. Ich habe das nicht verstanden. Wieso? Was hat das denn mit dem nach oben und mit dem seitlich zu tun? Und es ist so, sagen wir, hier steht zum Beispiel eine 1 auf unserem Graph. Hier ist eine 2 und hier ist eine 3. Das heißt, er hat jetzt hier alles Delta x genannt. Und bei uns ist das auch Delta x. Und Delta x ist genau 1 groß. Das ist Delta x, das stört uns nicht. Was diese Sache mit dem nach oben steigen jetzt bedeutet ist, wenn wir von hier nach hier gehen, dieser Strich hier, den wir hier haben, der ist genau 1 lang. Steht der hier, der geht von links nach rechts, ist genau 1 lang. Und jetzt ist die Aussage, dass ja dieser nach oben hier, dieser hier, ist ja ein bisschen länger als der. Warum ist der jetzt länger? Jetzt denken wir uns das hier Ganze, das Ganze mal weg. Wir überlegen uns einfach, wir haben irgendwie ein Dreieck. Und wenn wir uns drei Stifte nehmen, die alle gleich lang sind, können wir damit ja kein Dreieck machen, was zum Beispiel so aussieht. Geht ja nicht. Hier sieht man ja ganz klar, das ist ein bisschen länger als das hier. Wir können das Dreieck auch noch krasser machen, irgendwie so. Dann sieht man es noch mehr. Und das ist genau der Punkt, der hier gemeint ist. Dieser Teil hier, das ist quasi dieser Strich. Unsere, ich sag mal, Grundeinheit, also diese Messeinheiten sozusagen. Und jetzt wollen wir aber wissen, wie groß denn dieser Teil hier ist. Und das wird in demselben Video auch gleich als Hypotenuse bezeichnet. Und deswegen könnten wir jetzt hier uns ein Dreieck auch reindenken. Ich mache mal das hier wieder weg. So, wir könnten uns hier ein Dreieck reindenken, was ein bisschen nach oben geht. So. Und wir wissen ja, wie lang dieser Teil hier ist, nämlich genau 1. Und wir wissen, wie groß dieser Teil ist, nämlich genau der Funktionswert von unserer Funktion, die wir hier haben. Ich habe sie jetzt halt gerade mit Ecken dargestellt, damit das eben einfacher zu verstehen ist. Und aus diesem Wert und diesem Wert können wir einfach, wie gleich im Video gezeigt, mit dem Pythagoras diesen Wert rausziehen. So, und was wir dann machen können, wir haben ja jetzt diesen Wert, wir haben dann diesen Wert. Das gleiche können wir hiermit auch noch machen und hiermit auch noch. Und dann wissen wir genau, wie lang ist in unserer Kurve. Wie üblich. Damit kann ich sagen, welche Geschwindigkeit ich denn eigentlich hätte an dieser Stelle. Was ist eigentlich der Faktor, mit dem ich meine Geschwindigkeit geändert habe im Verhältnis hierzu, wenn ich horizontal fahre? Ja, den Teil hatte ich auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ich will mal genau das einzeichnen, was wir eben in der Präsentation schon hatten. Und zwar, wenn wir hier gerade Stücke hätten. So, ich habe da jetzt mal auch mit so kleinen Löchern an manchen Stellen gerade Stücke eingefügt. Der Clou ist jetzt, wir überlegen uns, das hier ist genau 1 lang. Oh, das sieht man aber schlecht hier. So, das sieht man aber schlecht. So, das hier ist genau 1 lang. Und gut, das Dreieck ist zwar jetzt ein bisschen verschoben, aber wie lang ist jetzt das hier? Und er sagt, wie lang ist denn das hier im Verhältnis zu dem? Wenn wir die zwei jetzt mal einfach untereinander schreiben würden, das heißt, das eine ist genau 1 lang, so ein Kästchen, und das andere ist ein bisschen länger als ein Kästchen. So, vielleicht hier fast zwei Kästchen, aber ist egal. Machen wir mal ein bisschen kürzer, damit wir es nicht genau bestimmen können. So, weiß nicht, so. Hm? So, das wäre jetzt das hier und das hier. Wenn das 1 lang ist, wie viel Mal muss ich das hier nehmen, um das hier rauszukriegen? Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wenn wir mal 1 hätten, dann würden wir ja nur dasselbe kriegen. Und wenn wir jetzt gucken, das fällt ungefähr in die Mitte vom zweiten Kästchen, dann sehen wir, okay, wenn wir hier jetzt noch 0,5 dranhängen, geht's. Also mal 1,5, also das hier ist 1. Und dann, zup, nach hier unten ist dann mal 1,5. Und das ist die Sache mit dem Verhältnis. Im Verhältnis zu dem hier, wie lang ist das hier? Wie oft muss ich das hier multiplizieren, um das hier rauszukriegen? Und wenn hier oben aus der Wurzel kann ich Delta x rausziehen, Delta x Quadrat, Delta x Quadrat. Wenn ich denn sage, Delta x soll positiv sein, darf ich den aus der Wurzel rausziehen. In der Wurzel steht dann 1 plus die Ableitung meiner Funktion ins Quadrat durch Delta x teilen, der fliegt raus. Das wäre das Verhältnis der Geschwindigkeiten. Wenn ich hier gerade fahre. Ja, das hat man ja vielleicht soweit verstanden. Ich kam damit noch nicht ganz klar. Wieso funktioniert denn das jetzt? Ich entlang der Kurve fahre, also schon L, die Bogenlänge,
über die gesamte Kurve integriert, diese Geschwindigkeit 1 plus f' von x, in Klammern jetzt Quadrat, dx. Das wird die Bogenlänge. Also es wird nicht die Funktion integriert, es interessiert mich nicht die Fläche unter der Funktion, die Fläche unter dem Graphen, nicht die Fläche unter dem Graphen interessiert mich, dann stünde ich einfach nur Integral über f, sondern Sie sehen, das ist ziemlich... Und spätestens da hört es dann irgendwie bei mir auf. Wieso soll das denn funktionieren? So, dafür habe ich einfach mal hier ein Koordinatensystem ein bisschen fett hingemalt. Und wir überprüfen einfach mal die Formel von eben. Ich habe das einen Teil davon oben mal reingesetzt. Wir überlegen uns jetzt, wir haben hier irgendeine Funktion und hier ist jetzt zum Beispiel der Punkt 5. Und unsere Funktion ist eine stetige Funktion. Die geht einfach nur immer 5. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Linie nicht ganz gerade ist. So, und dann können wir hier unten 1, 2, 3, 4, 5 hinschreiben. Und jetzt überlegen wir uns, wir wollen zum Beispiel das bestimmte, also wir wollen jetzt wissen, wie lang es von hier bis hier ist. Mit der Formel von eben. Ich blende sie nochmal ein. So, das ist die Formel, die uns eben gesagt wurde. Was steht hier eigentlich? Deswegen steht nämlich eigentlich das hier oben. Das ist die eigentliche Formel, die wir haben wollen. Wir wollen wissen, die Hypotenuse im Verhältnis zu Delta X. Das heißt, im Verhältnis zu unserem 1 hier. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wir teilen dieses Teil mal hier in ein paar Teile auf. Und zwar in genau diesen Teil und diesen Teil. Yes. Und den Teil in der Mitte. So, wir machen das erstmal so. Und das hier wäre jetzt unser Delta X. Wir wollen jetzt wissen, wie groß im Verhältnis Delta X, also wie groß diese Strecke ist, wenn wir jetzt hier, das ist jetzt hier nicht mehr drauf, wenn wir unser Dreieck hatten, da oben, hier oben in der Ecke steht es noch. Wenn wir das hatten, wollten wir wissen, wie groß ist denn dieser Teil im Verhältnis zu diesem Teil. Weil das hier die Kurve ist. Das heißt, wir wollen wissen, wie groß ist das Verhältnis zwischen Kurve und unserem Abstand, den wir jedes Mal gehen, nämlich Delta X. Unsere Kurve ist hier in dem Fall das hier. Das heißt, wir wollen wissen, wie groß das hier im Verhältnis zu Delta X ist. Und das hier, wenn wir das jetzt benennen müssten, dann, also als Zahl, zahlenmäßig, dann würde da hinkommen, oh, das war die falsche, dann würde da genauso Delta X hinkommen. So, das heißt, wir wollen wissen, in dieser Formel im Grunde nur, das hier. Das wurde nur umgestellt, deswegen sieht das hier anders aus mit dem ganzen Schmodder da. So, und genau das gleiche machen wir für hier und das gleiche machen wir auch für hier. Und dann kommt raus, wenn wir uns das jetzt mal angucken hier, wir brauchen das ja jetzt nicht für jedes Stück einzeln zu machen, dann, ich mache das mal wieder weg hier, ups, dann schreiben wir einfach unsere, das können wir wieder hinschreiben, so. Daraus können wir einfach unsere Integration machen. Nämlich, sagen wir wollen von hier 2 bis 5. So. Okay, warum steht hier jetzt Delta X durch Delta X? Weil das hier und das hier ist ja dasselbe. Er hat nur Hypotenuse durch Delta X, hat er umgestellt dazu und hat er ein bisschen gekürzt und das dann da reingesetzt. Aber im Grunde ist es genau das hier. Nämlich immer die Hypotenuse, also die Länge dieses Stückes, eines Abschnittes, im Verhältnis zu dem Delta X. Und genau das steht hier auch. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommt da 1 raus. So, 1. Dann können wir den Rest mal wegmachen. Also müssen wir einfach nur 1 von 2 bis 5 integrieren. Wenn wir 1 integrieren, dann kommt da x raus. Und, ups, wir müssen ja immer noch die Integration, also die bestimmte Integration dazu machen. Das heißt, wir rechnen jetzt. Ich mache mal hier unten weiter, weil der Platz nicht reicht. Das obere, also 5 minus 2 ist gleich 3. Wenn wir jetzt hier nachzählen, 1, 2, 3. Ist genau 3 lang, unsere gerade Kurve in diesem Fall. Was ich damit nur zeigen will, ist, dass diese Rechnung sieht ein bisschen crazy aus, finde ich. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie man überhaupt über diese Rechnung das hinkriegt, dass dann auch so eine Kurve irgendwie mit der Länge gemacht ist. Aber wenn man sich das an der geraden Kurve anguckt, dann sieht man, es funktioniert tatsächlich. Und das war's auch schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Gucken.